Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Crime O'Clock. Und wir sind immer noch in Atlantis, aber wir sind nicht mehr im Livestream. Das ist jetzt wieder eine ganz private Aufnahme, nur zwischen dir und mir. So ist das. Ja, wir müssen trotzdem den Priester des purpurnroten Schwurs finden. Er ist ein Tintenfisch, er hat einen Bart und er trägt eine Tunika mit dreieckigem Wappen. Naja, nichts leichter als das. Warte mal, wir sind jetzt bei Tick 2. Haben wir da irgendwelche Spuren? Nö. Na dann, herzlichen Glückwunsch. Also, Tintenfisch. Tunika, dreieckiges Wappen und er trägt einen, oder hat einen Bart. Hier. Dreieckiges Wappen, Tunika, Tintenfisch. Das ist aber kein Bart, oder? Zählt das hier als Bart? Warte mal. Oh, das zählt als Bart. Das ist ja crazy. Toll, Detective, du hast ihn gefunden. Wow, manchmal bin ich wirklich über mich selbst erstaunt, wie schnell ich die Dinge hier finde. Das ist echt krass. Und die Krabbe, ne? Da sage ich so nichts mehr zu. Er ist also tatsächlich ein Priester und kein gewöhnlicher. Sein Name ist Sepron, oberster Konundrum des purpurroten Schwurs. Er wird einer der wenigen Atlantaiden sein, der den Untergang überlebte. Entschuldigung. Aber er verhält sich weder seltsam, noch trägt er den Panzerhandschuh aus den Legenden. Wir müssen herausfinden, wann und wie dieser ganze Wahnsinn begann. Lass uns weitermachen. Gehen wir jetzt zurück? Ne, wir gehen einen vor. Okay, also er geht da jetzt mit so einer Fackel und wir wissen jetzt, wie er aussieht. Aber wo geht er hin? Wir sind jetzt bei Tick 3. Und hier ist Tick 5. Ich würde auch sagen, dass er dann hier irgendwo hier unten noch rumhängt, oder? Ich meine, ich hätte ihn auch schon ein paar Mal so gesehen. Ist er nicht immer da in der... hier mit dem anderen unterwegs? Ja, guck mal, da ist er nämlich hier. Der kann es nicht sein. Jetzt sind wir halt natürlich wieder auf der Suche. Ne? Kann halt wieder überall sein. Huck, klick, klick. Was ist wohl mit ihm passiert? Übrigens, das letzte Video, also den letzten Part von diesem Let's Play, habe ich gestern Nacht aufgenommen um 1. Jetzt ist es gerade 18 Uhr. Und ich dachte mir... komm, das will ich jetzt nochmal zu Ende machen hier. Ist er das hier? Ne, das kann er nicht sein. Er hatte ja gar keine Mütze auf, oder? Ne, er hat keine Mütze auf. Er gehört jetzt zu den Obersten. Wo ist er wohl hin? Gut, er gehört zu den Obersten, das heißt nicht unbedingt, dass er sich auch oben aufhalten muss. Wobei natürlich da, ich sag mal, die Luft ein bisschen besser ist hier vielleicht. Hat er sich jetzt so eine Mütze aufgezogen? Oder hatte er hier eine Mütze an? Wo ist er jetzt da? Nee, also die beiden sind es nicht. Obwohl der hier schon sieht... Nee. Da ist er. Da hat er auch den Handschuh. Ah. Da, warte, was ist passiert? Der Panzerhandschuh der Ewigkeit scheint aus dem Nichts aufgetaucht zu sein, als ob eine unsichtbare Macht ihn aus seinem Heiligtum geholt hätte, um nun, damit er über diesen Kohlenbecken schwebt. Oh, ich verstehe. Das ist der Moment, in dem Sepron allem abschwor und beschloss, sich gegen seine Stadt zu wenden. Das war alles. Nur eine Sekunde. Ein legendäres Artefakt tauchte vor ihm auf und Sepron entfesselte seine dunkelsten Impulse. Soweit wir wissen, hätte er ein normales Leben leben können, ohne seine schlimmste Seite auch nur einmal zu offenbaren, wenn dieser Moment nicht gewesen wäre. Ich wette, das war auch so ein herbeigeführter Zufall, das Werk unserer wahren Feinde. Irgendwie besitzen sie nun die Macht, um die Realität selbst zu verändern. Aber zuerst müssen wir uns auf Sepron konzentrieren. Wenn wir ihn nicht aufhalten, wird er die wahre Zeitlinie zerstören, indem er die heiligen Steine stiehlt, die den großen Untergangs herbeiführen sollten. Ich weiß, wir sollten nicht mit der Zeit herumspielen.
Wenn wir es aber nicht tun, wird die Zeitlinie zusammenbrechen. Ich brauche nur eine deine Erlaubnis, Detective. Ich kann nichts eigenständig tun. Ja gut. Danke, du wirst es nicht bereuen. So sieht der Plan aus. Wir können den Panzerhandschuh nicht verschwinden lassen, weshalb wir den Priester aufhalten müssen. Hierfür müssen wir die Wächter dazu bringen, einzugreifen. Und die Wächter brauchen einen triftigen Grund, um den Priester festzuhalten. Ja, wir sollten ihnen das Konzept eines weiteren Verbrechens liefern. Und da wir mit dem Zorn begonnen haben, glaube ich, dass Gier für diese Situation angemessen sein wird. Sehr gut, wir machen hier die 7 Todsünden rein, würde ich sagen. Ah, müssen wir jetzt... Ja. Was, das hier war Do? Nee, Mi. Fa. Si. Mi, hier. Das ist einfach nicht mein... Oh, shit. What? Okay. Do. Do. Mi. Do. Mi. Re. Ach du Scheiße. Oh Gott, was war jetzt nochmal Re? Das hier? Ne, das war Fa. Ach du Schande. Re, das war... Na gut. Okay. Mi. Do. Mi. Re. Okay, da haben wir hier eine Note abgewichen. Nun gut, das geht ja noch. Naja, guck. Gier. Hier haben wir Zorn, hier haben wir Gier. Es hat funktioniert. Im atlantischen Zeitalter werden sie Gier nun als Verbrechen betrachten. Dies wird ihre Zivilisation etwas verändern, jedoch nicht ausreichend, um Probleme des Zeitflusses zu verursachen. Naja, wer weiß. Subroutine zur Inokulation verschleierter Daten ordnungsgemäß geladen. Um unseren Plan zu verwirklichen, müssen wir uns in das System der Wächter schleichen und sie warnen. Na dann mal los. Wie ging denn das nochmal? Wir müssen das so drehen, dass das hier alles immer so passt, ne, mit allen Seiten. Oh, easy. Es sind wirklich einfache Aufgaben tatsächlich. Also, aber ich mag das. Es ist ein Casual-Spiel. Es ist getan. Jetzt werden die Wächter unseren Priester festhalten, bevor er den Panzerhandschuh der Ewigkeit einsetzen kann. In nur 14 Minuten gelöst. Gute Arbeit, Detective. Wir haben die wahre Zeitlinie gerettet und danke, dass du mir vertraut hast. Und trotzdem fehlt noch was. Die Realität eines Ticks wurde überschrieben. Irgendjemand konnte die Position und die Existenz selbst verschiedener Objekte verändern, einschließlich etwas so Mächtiges und Arkanes wie der Panzerhandschuh der Ewigkeit. Wie du gerade gesehen hast, ist selbst in unserer Schnittstelle alles, das was von dieser Macht verändert wurde, verzerrt und flackert. So etwas muss in diesem ganzen Zeitraum irgendwelchen Energiespuren hinterlassen haben. Wenn wir zum Zentralrechner zurückkehren, sollte ich sie aus einem atemporalen Blickwinkel analysieren können. Alles klar. Detective, lass mich einen schnellen Quantenscan über das ganze atlantische Zeitalter durchführen. Na, mach mal. Scan abgeschlossen. Wie vermutet, konnte jemand eine gewaltige Menge Energie einsetzen, um einige Realitätsaspekte des atlantischen Zeitalters neu zu schreiben. Jemand außer uns, natürlich. Foxy, wer bist du denn? Die Energiesignatur, die ich entdeckt habe, ist vergleichbar mit jenen der Entität, die wir bereits getroffen haben. Ich habe sein Serienmuster rekonstruiert. Chimera. Offenbar stehen nun 4 verschiedene abtrünnige KIs gegenüber. Rage, der menschliche Emotionen kontrollieren kann. Oblivion, ein Gestaltenwandler, der beinahe unmöglich zu entdecken ist. Chimera, ein hinterhältiger Trickser, der die Realität verändern kann. Und ein bislang namenloser Gegner, der die Temporalmatrix selbst auseinandernehmen kann. Der Zentralrechner dieser KIs
befindet sich womöglich in unserem Zeitalter oder in der Zukunft. Um sie zu besiegen, müssen wir einen Weg finden, auf ihre Zentralrechner zuzugreifen. Huch. Dampfzeitalter. Alarm, Alarm. Neues Nexus-Ereignis erkannt. Detective, es ist offensichtlich, dass uns unsere Gegner keine Zeit lassen, um eine Strategie zu entwickeln. Ich habe die Präsenz eines weiteren Nexus-Ereignisses festgestellt. Wir müssen unsere Aufmerksamkeit auf das Dampfzeitalter richten. Hier, 1879, Industrialisierung. Das ist cool. Jetzt haben wir schon drei hier. Kommt ihr eigentlich auch... Das ist Atlantis? Nee, das ist nicht Atlantis. Ach nee, das ist das verlorene Zeitalter. Ja, genau. Okay, klar. Und hier haben wir Atlantis, ne? Genau. Ich will nochmal ganz kurz reingehen hier. In die Falcrumes. Ich weiß nicht mehr genau. Ich möchte nochmal zu dem ersten Tick. Ihr wisst schon, ich habe da noch eine Rechnung mit der Krabbe offen. Ihr wisst schon, Krabbe und so. Aber sie ist immer noch nicht hier, ne? Nee, oder? Also es hieß ja mal, die wird ja irgendwann freigeschaltet, aber offensichtlich ist sie jetzt gerade noch nicht da. Na gut. Schade. Na dann mal ins Dampfzeitalter. Auf geht's. Wilde Fahrt, würde ich sagen. Die Kupfermaschine. Willkommen im Dampfzeitalter, Detective. Dies war ein wohlhabendes, aber problematisches Zeitalter, in dem die ersten modernen technologischen Wunder geschaffen wurden, die es reichen Menschen ermöglichten, noch reicher zu werden und arme Menschen noch ärmer machten. Wir können sagen, dass das, was im Dampfzeitalter geschah, Ereignisse in Gang setzte, die jetzt direkt zu uns führen, Ereignisse, die noch nicht abgeschlossen sind. Ein vorläufiger Scan zeigt eine Explosion im Gewerbegebiet im Norden an. Ich habe außerdem eine Energiesignatur entdeckt, die mit Rage kompatibel ist. Solange Rage auf freiem Fuß ist, wird es zu einer erhöhten Kriminalitätsrate kommen. Okay. Was müssen wir machen? Rage finden? Finde die Explosionsstelle. Naja, das kann ja nicht so schwierig sein. Das ist ja hier. Guck mal, das sieht ja easy. Ich guck mal, wie das hier aussieht. Ja. Oh, na gut. Das war nur schwer zu übersehen. Die Explosion hat ein Produktionswerk vollständig dem Erdboden gleichgemacht und alle dem Werk zugewiesenen Automatonarbeiter zerstört. Es scheinen keine Menschen dabei zu Schaden gekommen zu sein. Ich habe ein wirklich schlechtes Gefühl dabei. Wir sollten eine biochemische Analyse der Trümmer durchführen, um zu bestimmen, ob diese Verwüstung auf einen Unfall zurückzuführen ist. Wenn die Explosion absichtlich herbeigeführt wurde, werden wir vielleicht Spuren von Sprengstoff oder flüchtigen Chemikalien finden können. Ja, dann machen wir das mal. Es ist auf jeden Fall ein neues krasses Wimmelbild. Dann mal los. Biochemische Analyse ist ja gar kein Problem. Wie ging denn das hier nochmal? So. Hui, jetzt muss ich mich aber auch beeilen. Hier unten läuft die Zeit ab. Ist mir in den vorherigen Teilen gar nicht so aufgefallen tatsächlich. Aber jetzt, naja. Es wurden geringe Spuren von Schwarzpulver gefunden. Das war kein Unfall. Das Dampfzeitalter war eine ziemlich turbulente Zeit. Während Schöpfer und Aristokraten sich gegenseitig ob der Technologie bekriegten, nahmen die Arbeiteraufstände zu. Die Explosion wurde herbeigeführt, aber wie und warum? Diese Fabrik gehörte der Familie Adler, der mächtigsten und einflussreichsten Familie der damaligen Zeit. Sie hatten viele Feinde, darunter sowohl die Schöpfer als auch die Arbeiter. Dann gehen wir mal einen zurück. Wer auch immer die Bombe gelegt hat, hatte Zugang zur Maschine. Fabrikarbeiter sind die Hauptverdächtigen. Wir sollten ihre Taschen nach Sprengsätzen durchsuchen. Schade, dass ich nicht in feste Objekte schauen kann. Obwohl es eine Chance geben könnte.
Während ich die Energiesignatur der KI-Entität namens Chimera rekonstruierte, konnte ich ein grundlegendes Verständnis erlangen, wie ihre Kräfte der Realitätsmanipulation funktionieren. Ich glaube, wir können ihre Kräfte irgendwie reproduzieren, wenn auch in geringerem Maße. Mit deiner Erlaubnis werde ich den Vorgang jetzt starten. Fertig. Lass mich dir meine neue Subroutine vorstellen, den Realitätsmanipulator. Er erlaubt es uns, vergangene Zeitlinien für den Bruchteil einer Sekunde zu verändern, indem er die Quantenstruktur jedes einzelnen atomaren Bestandteils verschiebt und es dann von der Zeitlinie selbst trennt. Wir können ihn dazu nutzen, um in Kisten und andere Dinge hineinzusehen. Spürst du die neue Macht? Schalte ihn ein. Das ist jetzt ein so ein... Okay, nutze den Realitätsmanipulator, um die Tasche des Fabrikarbeiters zu untersuchen. Okay. Bam, er hat ein Krokodil dabei. Ha! Leider trägt dieser Arbeiter keinen Gegenstand bei sich, den wir mit der Bombe in Verbindung bringen können. Versuche es mit dem anderen, mit den anderen Taschen. Okay, muss ich jetzt nochmal drauf drücken? Nee, ne? Was ist das? Kein Sprengstoff. Nun, das ist ziemlich faszinierend. Niemand hat einen Sprengsatz dabei, noch irgendeine Art von Seife. Und während dies das Geheimnis des schrecklichen Geruchs in meinen Sensoren löst, fürchte ich, dass wir gerade in eine Sackgasse geraten sind. Dann nochmal nach vorne ein, sagst du? Lass uns zur Explosionsstätte zurückkehren. Wir können versuchen, die zerstörte Maschine mit einem neuen Upgrade zu versehen. Wir könnten neue Einzelheiten finden oder nun potenziell alle Zeitlinien und das gesamte Universum auslöschen. Das war ein Witz. Irgendwie. Denke nicht zu sehr darüber nach und setze den Realitätsmanipulator in den Trümmern ein. Okay, alles klar. Dann klicken wir jetzt hier nochmal drauf. Ah ja, jetzt können wir die Trümmer hier wegräumen. Ah. Da ist es. Eine Bombe. Haha, du hast gerade den Teil eines Sprengsatzes gefunden. 10 Punkte für Gryffindor, wie sie im Informationszeitalter sagten. Wir scheinen es mit einer improvisierten Bombe zu tun. Irgendjemand hat sie ganz alleine gebaut. Solche Sprengsätze haben häufig einzigartige Eigenschaften. Mit einer ordentlichen Analyse könnten wir herausfinden, wer er oder sie ist. Dann mal los. Auf ins Bettmobil. Makrodetailscanner, gar kein Problem für uns. Makrodetailscanner, was ist das? Achso, 55, 56, 06, alles klar. Ja, okay. Falls ihr jetzt übrigens piepen hört, das ist die Mikrowelle nebenan. Charisma Larkin. Seriennummer 56047165. Auf der Bombe ist eine Identifikationsnummer, eine Art Code, den Charisma Larkin, die Hehlerin der Stadt, auf jedes Objekt druckt, das sie verkauft, um nicht mit ihrem eigenen Müll übers Ohr gezogen zu werden. Endlich haben wir eine ordentliche Spur. Wenn Charisma ihre Bombe markiert hat, bedeutet das, dass sie sie an jemanden verkauft hat. Wir sollten uns ihre Werkstatt anschauen, um zu erfahren, wer der Käufer ist. Ich frage mich, woher der immer weiß, welche Ticks das sind. Naja, gut. Okay, finde heraus, wer die Bombe gekauft hat. Jetzt müssen wir erstmal die Werkstatt finden. Wie sah denn die Bombe nochmal aus? Die Bombe sah aus wie so ein weißer Kasten mit vielen Drähten. Und die handelt wahrscheinlich mit illegalem Zeug. Also da würde ich doch mal sagen... Er oder sie, ich weiß jetzt nicht genau. Upsi. Ist sie das hier? Boah, er hat natürlich viele weiße Kisten hier. Das sieht mir aus wie so ein Schrottplatz, oder? Ich meine, andererseits ist ja die Frage... Oh, hier. Seriennummer bestätigt. Da ist er. Das ist Emmett Carton, ehemaliger Arbeiter in der Fabrik von Lady Adler.
Er und andere wurden gefeuert, um durch Automatons ersetzt zu werden. Sie hatten tatsächlich Motive, um einen Groll gegen die Familie Adler zu hegen. Wir sollten ihm folgen, bis wir verstehen, inwieweit er in diesen Angriff verwickelt ist. Was immer er in der Hand hält, es ist sicher ein Teil der Bombe, die in der Fabrik explodiert ist. Okay, wir gehen mal einen Tick nach vorne, alles klar, verstehe. So, und er hat Schlappohren, ich würde mal sagen, so ein weißes Stummelschwänzchen und die Bombe halt in der Hand, ich meine. Und er trifft sich wahrscheinlich jetzt mit anderen Ganoven. Wo kann man sich denn mit anderen Ganoven treffen? Man muss natürlich jetzt erstmal die ganze Map kennenlernen, das ist natürlich nicht so einfach. Und kann der halt überall sein, oder? Läuft der jetzt wieder normal im Informationszeitalter? Könnte man sich... Was macht der denn da? Den merken wir uns mal. Im Informationszeitalter könnte man jetzt ja nicht einfach so laufen. Teleportieren meine ich. So, er ist hier auf jeden Fall in diese Richtung unterwegs. Warte mal, hier. Mach erstmal ein Päuschen da oben. Lass uns vorwärts springen. Springen, sprinten, was auch immer. Oh, wer bist du denn? Okay, das merken wir uns auch mal. Interessant. So, hier ist jetzt die Arbeiterbewegung unterwegs. Hier, guck mal. Da basteln sie an irgendwas rum, schneiden Drähte und so weiter. Mit dem Türsteher hier sogar. Emmett ist mit anderen ehemaligen Arbeitern zusammen. Laut meinen Informationen war dieses Gebäude das Versteck einer Gruppe von Aufständischen namens Neue Dämmerung. Ihre Hauptziele waren Hochgeborene, die Automaten als Arbeitskräfte einsetzen. Komisch. Die Polizei, die ich dorthin geschickt habe, hält sie nicht auf, sondern eher das Gegenteil. Das ist ziemlich seltsam, wenn man die historischen Einträge aus dem Dampfzeitalter betrachtet. Insofern, verstehe, die Bombe ist eine nicht tödliche Vorrichtung. Soweit ich sagen kann, besteht ihr Zweck darin, alles mit Farbe vollzuspritzen. Ich denke, das ist ein symbolischer Akt, obwohl ich mir nicht sicher bin. Symbole sind sehr menschliche Dinge. So oder so, irgendetwas ist hier falsch. Wir wissen nicht, dass dies die Bombe ist, mit der Adlers Fabrik in die Luft gejagt wurde. Wie ist das möglich? Ich würde mal sagen, irgendjemand hat die Bombe dann wahrscheinlich noch woanders hingeschleift. Naja, ist jetzt die Polizei mit drin, aber die, na, da sieht man jetzt die Farbe und so weiter. Hier sind sie, oder? Ja, da ist die Bombe, ist in Bewegung. Sie bewegen die Bombe. Ja, ja. Das kann nicht mehr viel sein. Hier sind sie. Sie tauschen die Bombe aus gegen Übergabe. Sie bringen sie zu einem Lagerhaus. Ha. Ja, natürlich. Eine der größten Erfindungen des Dampfzeitalters waren fliegende Automaten, die Pakete in der ganzen Stadt auslieferten und sie direkt in die Vorgärten ablegten. Emmett hat wohl beschlossen, die Bombe so zur Fabrik zu befördern. Bisher wissen wir aber, dass die Bombe immer noch mit Farbe geladen ist. Wann wurde das geändert? Warnung. Extratemporale Energiesignatur entdeckt. Das ist Strange. Er muss in der Nähe sein. Ernsthaft? Hier. Ah, hier. Der beeinflusst den Lagermitarbeiter. Da ist er. Er beeinflusst Willy Bray, den Lieferboten, der im Lagerhaus arbeitet. Laut meinen Daten war Willys Frau Arbeiterin in der Adlerfabrik und wurde ebenfalls gefeuert, um durch Automaten ersetzt zu werden. Willy muss das ziemlich schlecht aufgenommen haben und mit Rages Einfluss wurde er so wütend, dass er die Farbbombe zu einem tatsächlichen Sprengsatz umbaute. Wir müssen ihn finden und seinen Standort an die Polizei weitergeben, bevor er seine Bombe an die Fabrik sendet. Aber haben wir doch jetzt. Ach so, du meinst kurz vorher, ich verstehe. Okay, wie sieht Willy aus? Willy hat so eine kleine Kartoffelnase, einen breiten Mund, Fäuste und eine Kappe auf. Das ist aber nicht, oder? Nee, okay. So, Willy.
Hier bist du auch nicht, ne? Aber die Bombe muss ja... Achso, warte mal. Wir sind jetzt hier bei 6. Also wir suchen die 6, dann ist noch die 7 dazwischen. Okay, verstehe. Das heißt, der nimmt die doch jetzt erstmal mit nach Hause und baut die um, oder nicht? Wo ist der Willi damit hingelaufen? Wo ist der Willi damit hingelaufen? Naja, so weit glaube ich jetzt mal nicht. Das macht auch gar keinen Sinn. Oder nicht? Ding, 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 ding. Willi, hm? Also ich verstehe das so, dass... ach, guck mal, hier ist er. Genau. Da bist du ja, du wütender kleiner Mann. Deine aufbrausende Wut wird niemandem mehr schaden. Ich weiß, Detective, vielleicht verdient er ja seine Rache. Wir können aber weder urteilen noch eingreifen. Wir können nur zusehen und aus vergangenen Ungerechtigkeiten lernen. Tut es noch weh? Nun, dann wisse das. Im Dampfzeitalter wird tatsächlich eine Revolution beginnen. Ein Kampf wütet sogar noch heute im Verborgenen. Du wirst es schon auch merken, früher oder später. Na, guck mal, 14 Minuten 33. Beeindruckende Arbeit, Detective. Du hast gerade viele Automaten und möglicherweise auch die gesamte Zeitlinie gerettet. Doch wenn man bedenkt, dass unsere Feinde nun Zugang zum Dampfzeitalter haben, ist das ziemlich beunruhigend. Unsere eigene Kultur bildete sich während dieses Zeitalters und eine neue Macht begann, den ältesten Kampf auszutragen. Wir müssen Rage aufhalten, bevor es zu spät ist. Tja, jetzt sind wir erstmal im Hauptmenü, würde ich sagen. Ah, Achievement, löse 10 Kriminalfälle. Gute Nachrichten, Detective. Während du damit beschäftigt warst, diesen Fall zu lösen, habe ich neue Informationen über unseren Feind Rage gesammelt. Obwohl er sich immer wieder verändert, bleibt seine Energiesignatur dieselbe. Wir haben vermutlich genügend Daten, um sie zu verfolgen, sobald sie wieder in einer Zeitlinie auftaucht. Was das bringen soll, fragst du dich? Nun, wenn wir das Signal zu einem bestimmten Punkt im Raum und Zeit zurückverfolgen können, können wir seinen Zentralrechner angreifen und Rage ein für alle Mal besiegen. Das klingt natürlich super, aber wir sind erst bei 67%. Ich glaube, das wird noch ein bisschen dauern. Das nächste Ereignis im Dampfzeitalter ist immer noch instabil. Wir sollten dorthin zurückkehren und nachsehen, ob wir Rage aufspüren können, während wir ein paar Paradoxon stabilisieren. Das machen wir aber nächste Folge. Ich sag jetzt erstmal vielen Dank fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Dann geht's hier weiter im Dampfzeitalter. Macht's gut!